Wir starten jetzt mit der Verkostung und beginnen bei Team Schwarz. Meine Augen sind geschlossen. Ich höre Kinder, laute Musik, eine Achterbahn. Rechts von mir haut den Lukas. Vor dem Geisterhaus bietet eine Frau, verkleidet wie eine Hexe, gebrannte Mandeln an. Verkaufen tut sie anscheinend nicht viel, denn sie sind unsichtbar. Der Stand mit den Liebesäpfeln hat heute ein besonderes Angebot. Ein Eis am Stiel mit Apfeleinlage und Duftpelagonienparfait. Ich komme vorbei an der wohl buntesten Bude des Praters. Dem Luftballon schießen. Es juckt mich in den Fingern. Euch auch? Danke. Ganz schlecht. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Confetti. Euer Zuckerschaustück ist definitiv interaktiv. Ihr habt drei unterschiedliche geschmackliche Komponenten. Und jeweils 10 Stück. Damit ist die Aufgabe von der Seite her erfüllt. Alle Achtung, dass ihr euch an so etwas ranwagt. Mir gefällt das Schaustück. Richtig, richtig gut. Ich mag das moderne, stilisierte mit Hintergedanken. Ich bin von allem unfassbar beeindruckt und ich muss sagen, schöner hätte ich es mir selbst nicht ausdenken können. Dankeschön. Danke. Sollen wir mit den Tellern anfangen? Gerne. Ja. Gerne. Ich mag die Konsistenzen, es lässt sich super essen und ist für mich auf jeden Fall ein Jahrmarktgeschmack. Super. Das ist schon ziemlich großes Tennis. Super Idee. Danke. Hau auf. Ja, kein Günther gleich hauen, ich klau mir jetzt den. Hätte ich auch so gemacht. Sehr schöner Anschnitt. Dieser Kern gibt wirklich was extra. Richtig lecker. Danke. Der Burner, auch das Ding, man kann es einfach nicht besser machen. Danke. Das ist wirklich Schaumwaffel Deluxe. Das ist eine neue Ebene, die ihr perfekt umgesetzt habt. Das hier ist ja richtig der Hammer. Ein Gedicht. Danke. Danke. Alle drei sind für mich wirklich außergewöhnlich, extravagant und stehen wirklich für euch. Und ich finde sie auch sehr gut zusammen kombiniert. Diese drei Sachen sind so auf den Punkt gebracht. Nicht nur alleine für sich sind sie perfekt ausbalanciert, sondern sie passen auch tatsächlich alle zusammen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Liebe Jury, wir wollen euch heute auf eine Zeitreise über den Jahrmarkt entführen. Dazu haben wir uns ein Zuckerkarussell im Vintage-Look ausgedacht. Dieses Karussell kann sich wunderbar drehen. Ihr habt die Aufgabe bestanden. Alle Kriterien sind erfüllt. Das Schaustück kann sich drehen. Es stehen drei Komponenten essbar vor uns. Und vor allen Dingen von jeder Komponente gibt es 10 Stück. Das Schaustück ist nicht so bombastisch groß.
Aber es ist genau das, was es erzählen soll. Es ist Jahrmarkt. Die Durchführung ist teilweise mangelhaft, weil man sieht die Ansatzstellen. Aber es ist charmant. Danke. Was mir gefällt, dass ihr wirklich probiert habt, es in sich interaktiv zu machen. Unser erster Bestandteil führt den kleinen Christian auf den Jahrmarkt. Und seine Eltern erlauben ihm, zum allerersten Mal etwas Frittiertes probieren zu dürfen. Es ist hervorragend ausbalanciert. Handwerklich und auch geschmacklich ist das schon ein sehr, sehr schöner Start. Tolle Kombination. Schokolade, Passionsfrucht, finde ich, passt dazu der Karamell. Freue mich auf die beiden anderen Komponenten. Das harmoniert so unglaublich gut. Ist eine Bombe. Eine richtige Schokoladenbombe. Danke, danke. Kommen wir zur zweiten Station. Lieber Günther. Du bist nun 16, bist wieder auf dem Jahrmarkt, diesmal mit all deinen Freunden. Wir haben euch passend dazu einen Baba O'Gin gemacht. Wir hoffen, ihr besauft euch jetzt nicht allzu sehr. Obendrauf der Gin macht, dass ich jetzt eine Genie sehe. Aber es ist richtig, richtig lecker. Man sollte schon eher 18 sein als 16, um das Ganze essen zu dürfen. Spannende Variante auf dem Jahrmarkt hier. Das ist schon große Patisserie-Kunst. Es sieht vielleicht nicht spektakulär aus, aber es ist auf den Punkt und das ist wirklich meisterlich. Dankeschön. Unsere Station Nummer 3. Liebe Betty. Du bist nun 40 Jahre alt, bist mit deinen Kindern auf dem Jahrmarkt und dann siehst du das Zelt von einer Wahrsagerin. Der Herrscher, die Hohepriesterin, der Künstler. Wir präsentieren euch die Zukunft in einer kleinen Wahrsagekugel und ich bitte euch, diese gleich zu zerschlagen. Bitte schön. Geschmacklich ist es auch super rund. Vor allen Dingen diese Feige hast du noch mal sehr schön herausgearbeitet. Tadellose Arbeit, hervorragend. Danke. Und ihr könnt wirklich bei allen dreien mit dem Geschmack spielen, ihr könnt mit den Konsistenzen spielen, ihr bringt es immer auf den Punkt. Das ist euch richtig gut gelungen. Und wir haben es ja schon gesehen, Geschmack ist euer Ding. Vielen Dank. Bitte, danke. Wir haben uns überlegt, ihr dürft diesen Jahrmarkt jetzt einfach mal mit dem Feuerwerk starten. Wir haben hier Tsunami. Cakes soll diese Überflutung darstellen von Eindrücken von Menschen, die auf dem Jahrmarkt sind. Als nächstes haben wir dann die Geisterbahn. Und dahinter versteckt sich dann im Grunde eine Überraschung. Eine Überraschung, genau. Jeder Jahrmarkt endet wieder mit einem Feuerwerk. Und jetzt brennen wir die Kugel an. Es ist toll gearbeitet, es ist ein toller Glanz, mir gefällt die Farbe, weil das hier ist wirklich mein Highlight.
Das ist großartig. Und dahinter wird es so ein bisschen wild und nimmt davon die Eleganz dann weg. Unsere Kriterien waren ja, soll beweglich oder interaktiv sein. Mhm. Bewegt sich euer Karussell auch ohne Motor? Nein. Okay. Was mir persönlich gefällt, ist wirklich die Farbe. Diese Bänder hier sind eine Katastrophe. Wo dürfen wir denn jetzt unseren Rundgang beginnen? Bei den Tsunami-Cakes. Die Konsistenzen sind sehr lecker. Man hat den Biss. Es ist nicht spektakulär, ja? Aber es ist einfach und es ist wirklich hervorragend umgesetzt. Genau das. Nächster Stopp ist Geisterbahn. Diese Himbeere geht halt gänzlich unter. Du hast halt überhaupt keinen fruchtigen Ton, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit nur dieser Rauch. Ohne Rauch wäre es super lecker. Das Highlight ist das Plätschern unter. Alles andere wird erschlagen. Von allen drei Sachen, die ihr präsentiert habt, ist das Abstand das stärkste. Mein Törtchen ist wirklich sprittig. Ich habe nichts anderes als Alkohol gerade im Mund. Der Effekt war gut und mir gefällt das klar am besten, auch geschmacklich, konsistenzmäßig. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Betty, Christian und Günther machen einen Ausflug nach Berlin. Sie kommen an einem Jahrmarkt vorbei, da gibt es viele tolle Sachen. Betty sieht eine Tortengeisterbahn und hört eine Stimme, die ruft. Kommen Sie hin, kommen Sie ran. Fahren Sie mit der Geisterbahn. Ehe sich die beiden Jungs versehen, sitzt Betty schon in einem Wagen und fährt die Geisterbahn hinab. Günther steigt aus dem Waggon aus und sieht etwas anderes. Da steht ein Hauden Lukas. Komm, lasst uns spielen. Betty sieht aber etwas ganz anderes, weil es leuchten die roten Äpfel. Und weil alle so glücklich sind, denkt sich Günther, ich schenke euch alle noch ein Lebkuchenherz. Auch bei euch hat sich etwas bewegt. Wobei es natürlich schöner gewesen wäre, wenn Schokoladenreifen sich gedreht hätten oder sowas. Zum Beispiel. Da kann man noch ein bisschen mehr machen. Erstmal die Idee. Wunderbar. Nur das Matte im Verhältnis zu dem durchsichtigen Zucker nimmt etwas den Effekt weg. Womit sollen wir anfangen zu essen? Vielleicht mit dem Schaum, bevor er komplett zerfallen ist. So hervorragend abgeschmeckt. Also das Teil hat mir schon sehr gut gefallen. Danke. Es ist wirklich, als wenn man ein belgisches Bier isst. Das war wirklich etwas Leckeres. Das freut mich. Ich bin kein Bierfreund. Ich liebe aber dieses Dessert. Ihr habt es wirklich so umgesetzt, dass es selbst für Nicht-Biertrinker hervorragend schmeckt. Die Harmonie da ist einfach umwerfend. Super zusammengestellt. Man versteht das Konzept dahinter. Es macht wirklich Spaß zu essen.
Und das unterschreibe ich zu 100%. Es ist perfekt. Ich wüsste nicht, wo man es verbessern könnte. Danke, das ist schön. Danke. Meine Güte, die Füllung. Das ist wirklich Lebkuchen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Man kriegt ja Weihnachtsgefühle. Schön ausgegossen, gutes Verhältnis von Mischung zu Füllung. Es ist der absolute Burner. Handwerklich perfekt. Geschmacklich ist es perfekt. Vielen Dank. Danke. Danke. Ah, richtig lecker. Wir gehen zurück in unsere Kindheit. Wir laufen schnell zur Hau den Lukas und beobachten die Gruppe junger Männer, die mit einem Hammer versucht, ihre Kräfte zu messen, um die Glocke erklingen zu lassen. Ihr dürft gerne draufhauen. Eine runde Schiffschaukel ist allerdings eher unser Ziel. Die Aufregung macht uns durstig. Hier haben wir Bubble Tea ohne Bubbles heute im Angebot, weil die Bubbles sind schon ausverkauft. Und zum Abschluss des Tages darf der Besuch am Süßigkeitenstand natürlich nicht fehlen. Fangen wir mal mit dem Schaustück an. Mir gefällt's. Es ist ein bisschen klein, aber wir haben ja keine Größe vorgegeben. Das Schaustück erfüllt auf jeden Fall die Aufgabe, aber auch mir ist es ein Tick zu klein. Mir fehlen die Schwierigkeitsgrade. Es ist einfach ein bisschen brav. Hier ist mir das Eis ein bisschen zu brav. Ich hätte da etwas mehr erwartet. Es ist ein sehr leckeres, solides Eis. Das Aroma Jahrmarkt habt ihr tatsächlich mit dem karamellisierten Popcorn zu 100% eingebracht. Jetzt machen wir mit dem Eistee weiter. Gerne. Hervorragend abgeschmeckt, vor allen Dingen, weil es halt einfach nicht so süß ist. Es ist sehr süffig zu trinken, speziell nach dem Süßen. Wunderbar. Es ist sehr, sehr lecker. Gehen wir zum nächsten. Die Schokolade ist auf jeden Fall ein bisschen zu dick. Sie ist so allgegenwärtig, dass die Banane so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Mhm. Ruby passt auch nicht zur Banane unbedingt. Ich hätte es tatsächlich auch mit einer dunklen Kuvertüre gemacht. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt gibt es nur eins, Däumchen drücken, denn die Jury zieht sich jetzt zur Beratung zurück und danach erfahren wir, welches Team uns jetzt verlassen muss.